Hallo Leute, dies ist meine Preview zu Game of Thrones Staffel 6 Episode 8 mit dem Titel No One und zu Deutsch Niemand. Doch bevor es losgeht, will ich zwei Punkte klären. Erstens, in diesem Video, auch wenn durch den Titel der Fokus stark auf Arya Stark liegt, stark auf Arya Stark ist gut, werde ich nicht über sie sprechen und die Geschehnisse in Braavos, denn dazu gibt es drei weitere ziemlich unterschiedlich coole und interessante Theorien, die ich aus dem Netz gefischt habe und extra auch mitbehandeln möchte. Daher gibt es noch hierauf gleich ein weiteres zusätzliches Video zu dem Thema. Und zweitens, und zwar möchte ich kurz auf das letzte Video zu sprechen kommen, das ich online gestellt habe. Ihr könnt es hier gerne nochmal anklicken, ansehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und zwar ging es hierbei um die Visionen von Bran aus Staffel 6, Episode 6. Hier kurz bevor er von Benjen Stark gerettet wurde, konnten wir sehen, wie er eben ganz, ganz viele verschiedene Bilder in relativ kurzer Zeit gesehen hat. Und dabei bin ich auf drei spezielle Themen von dieser Vision eingegangen in diesem Video, habe alles Mögliche angesprochen und unter anderem ein Bild gezeigt, zu dem ich unglaublich viele Kommentare bekommen habe. Es handelt sich um das Bild von Daenerys Targaryen, wie sie im zerstörten und verschneiten Thronsaal zu sehen war. Ich möchte darauf kurz erklären, und zwar dieses Bild kam meinem Wissen nach gar nicht in dieser Vision vor. Es war dort nicht zu sehen. Ich habe mir die Vision auch jetzt nach meinem Video noch und noch mal angesehen. Dieses Bild kam meiner Meinung nach dort gar nicht. Und selbst wenn es dort vorkam, bin ich der Meinung, das war kein Blick in die Vergangenheit, sondern es war ein sogenanntes Foreshadowing. Wie kann das sein? Was meine ich damit? Und zwar, ja, ihr habt recht. Diese Szene kam schon einmal in Staffel 2, als sie Endcard das Haus der Unsterblichen betreten hat, auf der Suche nach ihren Babydrachen. Bitte erinnert euch zurück, dieses Haus der Unsterblichen war nichts anderes als ein einfacher, gar nicht mal so gewaltig großer Turm. Und obwohl sie ihn betreten hat, war sie plötzlich im Thronsaal von Königsmund, dann war sie nördlich der Mauer und dann hat sie ein Zelt betreten, in dem ihr verstorbener Ehemann Khal Drogo mit ihrem nie wirklich geborenen Sohn zu sehen waren. Nun, seien wir ehrlich, ich denke nicht, dass alles drei in diesem Turm tatsächlich so existierte oder dort war, sondern es handelte sich um irgendwelche Eindrücke und Blicke, die sie irgendwie, also hat sehen sollen. Die Hexenmeister haben dafür gesorgt. Und ich bin der Meinung, wie vielleicht auch viele aus dem Internet, aber einige unter meinen Kommentaren eben scheinbar nicht, dass es sich damit um ein sogenanntes Foreshadowing handelt. Es ist ein Gegenteil eines Flashbacks. Es ist ein möglicher Blick in die Zukunft. So, ich habe dieses Bild in diesem Video mit eingebunden, weil ich im Laufe meiner Theorien, dass Königsmund zerstört wird auf die eine oder andere Art und Weise, dass sie eben eventuell irgendwann Königsmund erreicht, aber es genau so vorfinden wird, wie sie es in Staffel 2 bereits gesehen hat. Nun, vielleicht habe ich das nicht gut genug erklärt oder dargestellt. Auf jeden Fall ist es das, worauf ich hinaus wollte und das musste ich unbedingt nochmal geklärt haben. Jetzt geht's aber los mit der Preview zu Episode 8. Und zwar wird hier ein ganz besonderer Fokus auf Cersei Lannister gelegt und wie sie mit den Sparrows spricht. Lance Lannister tritt ihr gegenüber und erklärt, "Order your man to step aside or there will be violence." Und Cersei wählt die Gewalt. Also er sagt, befiehl deinem Mann hier zur Seite zu treten oder es gibt Gewalt. Und sie, natürlich, wir warten alle drauf, fällt diese schwerwiegende Entscheidung. Und mit schwerwiegend meine ich eigentlich nur, dass die Folgen ziemlich krass sein dürften. Denn es kommt offensichtlich zu dieser Auseinandersetzung. Wir sehen Cersei, wie sie noch selbstsicher ihren Berg angrenzt. Das ist kein Bild aus dem Trailer, sondern eben hier ein zusätzliches Promobild zur Episode. Und es kommt zu diesem Kampf. Woher weiß ich das? Ganz einfach. Zum einen sehen wir am Ende des Trailers hier diesen Sparrow am Kragen, an seiner Kette gepackt vom Berg. Und ich vermute, dass ihm der Kopf zerquetscht wurde. Der Berg macht das einfach nur zu gern. Und außerdem sehen wir hier diese Szene, in der Cersei den Thronsaal betritt. Den Berg und Qyburn beide hinter sich. Wobei, wer eben schon länger aufmerksam war, hat hier bemerkt, dass auf diesem Bild hier der Mountain, der Berg, eben auf seiner Rüstung Einstichlöcher hat. Das sind keine Schwertlöcher, sondern haben genau die Form, die der Waffe der Sparrows entsprechen. Bedeutet, er wurde hier getroffen. Ich vermute gar nicht mal, dass es ihn irgendwie verwundet hat, deswegen trägt er die Rüstung. Aber er wurde eben hier getroffen. Und wie viele von den Sparrows jetzt überlebt haben, ob überhaupt jemand überlebt hat, ich möchte das gerade für irgendwie unwahrscheinlich halten. Auch wenn sie ängstlich zurückschrecken, hat ja der High Sparrow schon vor der Septe von Balor gesagt, wir verzehren uns dann darauf, diese Art und Weise zu sterben. Wirklich, dass wir unsere Pflichten erfüllen und dabei irgendwie ums Leben kommen, was Besseres gibt's ja gar nicht. Was auch immer Lance Lannister gemeinsam mit den Sparrows hier vorhatte, ich vermute, er hat sein frühes Ende hier gefunden. Was das nun mit sich bringt, halte ich für doch mit am weitesten interessant. Denn wir sehen hier Cersei den Thronsaal betreten. Und ich meine bei weitem nicht so freudig oder ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Jedenfalls betritt sie diesen Raum und ich meine, es geht darum, dass sie jetzt hierhin zitiert wurde und vermutlich eine neue Bestrafung zu erwarten hat. Denn, seien wir ehrlich, wenn sie wirklich diese Sparrows einfach so umgebracht hat, ohne dass ihr irgendwas angetan werden sollte,
Dann hat sie gegen den Sinn ihres Sohnes König Tommen gehandelt, denn der hat ja gesagt, den Sparrows wird gefälligst nichts mehr getan. Jetzt tötet seine eigene Mutter ein paar davon. Und wenn es tatsächlich stimmt, dass Lancel Lannister gestorben ist, dann dürfte sein Vater, Kevin Lannister, die rechte Hand des Königs und damit zweitmächtigste Person im Land, ebenfalls ordentlich angepisst sein und Vergeltung fordern. Das bedeutet, wir haben den High Sparrow, König Tommen und Kevin Lannister, die alle einen Hass auf Cersei schieben. Die Frau ist wirklich unten durch bei allen. Was das nun für eine Bestrafung sein könnte, das ist und bleibt eben interessant für die Zukunft. Ich hoffe ja, dass es irgendwie irgendwann dazu führt, dass ihr Sohn dabei irgendwie durch dieses Scheißverhalten eben ums Leben kommt. Es muss irgendwie cool gemacht sein. Und sie, dazu gibt es eben wieder verschiedene Theorien im Netz, dass sie dann zur Ehrenkönigin wird, dass sie ein bisschen durchdreht, völlig verrückte Scheiße macht und so weiter und so weiter. Zu dem Thema Cersei ganz speziell gibt es dann bald auch noch mehr Videos, kleine Ankündigung hier. Und deswegen, wir müssen gespannt sein, was dort genau noch mehr passieren wird. Solange mache ich weiter mit ihrem Bruder Jaime Lannister in Schnellwasser, in Riverrun. Denn er hat Besuch von Brienne und, also von Brienne von Tarth und Podrick zu erwarten. Wir erinnern uns, dass Brienne eben auf dem Weg nach Schnellwasser gewesen ist, um mit Brynden Schwarzfisch Tully zu verhandeln, ihn dazu zu bringen, gen Norden zu ziehen und Winterfell anzugreifen, um Ramsay Bolton zu verjagen. Das Problem ist, ich erwarte schon, dass diese Verhandlungen scheitern, denn er ist ein, ja, störrischer alter Mann, so meiner Erfahrung nach jetzt aus dieser letzten Episode. Und dass sie jetzt hier mit Jaime vorher sprechen muss, ist völlig selbstverständlich, denn die Belagerung blockiert natürlich auch den Weg zu dieser Festung. Also begegnen sich diese beiden endlich wieder. Ich finde das mega cool. Und während die beiden sich unterhalten, sagt sie: "Should I fail to persuade the Blackfish to surrender, and if you attack the castle, honor compels me to fight you." Grob übersetzt: Wenn meine Verhandlungen mit Blackfish jetzt scheitern sollten und er eben nicht aufgibt und du, also Jaime, jetzt wirklich die Burg angreifst, dann erwartet die Ehre von mir, dass ich gegen dich kämpfe. Also sie muss irgendwie sich auf Schwarzfisch Seite stellen, was ich ziemlich krass finde, denn wir alle denken daran zurück, irgendwie am Anfang waren die beiden nicht gerade so die besten Freunde, aber dann lief das echt gut zwischen den beiden. Viele Leute haben sich gewünscht, dass die beiden irgendwie zusammenkommen, Jaime und Brienne. Viele haben das schon so vor sich gesehen. Doch das Ganze scheint jetzt immer weniger rosig und wahrscheinlich. Daher bin ich gespannt, wie das Ganze jetzt in Zukunft dann weitergeht. Auf jeden Fall wird das hier eben, diese Verhandlung wird scheitern, davon gehe ich aus. Sie spricht mit ihm, sie übergibt Schwarzfisch dann diesen Brief von Sansa. Und ich denke aber, er wird die Festung eben nicht aufgeben. Denn wir sehen hier noch mehr Freisoldaten. Die Belagerung wird immer größer. Es sind hier wahnsinnig viele Soldaten zu sehen, die hier auf- und abmarschieren. Daher denke ich, es kommt zu der ein oder anderen Auseinandersetzung an dieser Stelle. Das kann man natürlich auch von Jaimes Worten ableiten, denn er antwortet Brienne: "I love Cersei, and if I have to slaughter every Tully who ever lived to get back to her, that's what I'll do." Also grob übersetzt bedeutet das im Deutschen: Ich liebe Cersei, und wenn ich jeden Tully umbringen muss, wirklich niedermetzeln muss, der je gelebt hat, um zu ihr zurückzukommen, dann ist das genau das, was ich tun werde. Ziemlich krasse Ansage von einem Jaime Lannister, der doch eigentlich so, ich sag mal, in den Augen vieler Zuschauer inzwischen sich echt verwandelt hat, cool geworden ist. Man könnte ihn ja fast mögen, aber nun mal haben sie eben diesen Pakt mit den Freys und irgendwas braucht der Kerl ja am Kopf einer Armee zu tun. Ich habe da eine neue Idee. Warum nicht alle zusammenschließen? Ich meine nicht, dass es passiert, aber ich wünschte mir eigentlich, dass Schwarzfisch hier mitgeht, okay, diese Burg aufgibt, ist zwar ein bisschen kacke, aber eben gegen Norden zieht und gleichzeitig ein Jaime fucking Lannister mitkommt und auch gegen die Boltons kämpft. Auch wenn er ein paar übrig gebliebene Starks unterstützen muss. Seien wir ehrlich, was haben sie alle noch für ein Problem miteinander? Ich meine, Sansa hatte nichts mit dem Krieg von damals zu tun, Jon nicht. Und die anderen sind alle nur noch jünger. Es ist niemand mehr übrig geblieben. Jaime hatte in dem großen Krieg in Robert's Rebellion auch nichts damit zu tun. Wenn die jetzt einfach mal so halbwegs friedlich miteinander wären und die Boltons bestrafen würden, denn die haben ja auch die Lannisters verraten, als sie Sansa geheiratet hat, also als Ramsay Sansa geheiratet hat und vor den Lannisters versteckt hat. Das war auch so ein Verrat. Daher, hey, warum gehen nicht alle nach Winterfell und machen Ramsay fertig? Das wär's doch. Ich wünsche es mir, erwarte aber nicht, dass das passiert. Es gab noch ein paar weitere Bilder in diesem Trailer, wovon ich nicht alles ganz verstehen konnte zu dieser Szene. Und zwar sehen wir hier Brienne irgendwo in so einer Art Halle oder so mit einem anderen fremden Kerl, den ich so noch nicht erkannt habe. Vielleicht ist das Schwarzfisch, aber wirklich, man erkennt das so gut wie gar nicht. Und er zückt sein eigenes Schwert, streckt es hoch und ich weiß nicht genau, was er damit jetzt zum Ausdruck bringen möchte. Dann sehen wir Brienne auch auf einem kleinen Boot auf dem Wasser umherschippern. Vielleicht setzt sie gerade an, um eben rüber zur Festung zu kommen, wobei ich mir denke, dafür dürfte doch die Brücke runtergelassen werden. Also,
Warum sitzt sie auf einem Boot? Wo will sie jetzt hin? Zumal ihr Gesichtsausdruck auch irgendwie in meinen Augen so eine Art Angst oder Entsetzen vermittelt. Und zu guter Letzt haben wir die Szene, in der Podrick schon im großen Trailer hier zwischen den Lannister-Zelten steht und von hinten gepackt wird. Ich gehe immer noch davon aus, dass es sich dabei um Bronn handelt, der hier von hinten an ihn herantritt. Und was die beiden nach all der Zeit endlich mal wieder zu besprechen haben, kann ich kaum erwarten. Dann komme ich nochmal ganz kurz auf Meereen zu sprechen. Hier haben wir Tyrion, der im Trailer etwas schockiert aufblickt. Hier sehen wir ganz kurz Flammen lodern. Ich meine, dass das eventuell mit einer roten Priesterin zu tun hat, aber eventuell gar nicht mit Kinvara, die wir bereits kennengelernt haben, sondern, wie dieses Bild zeigt, einer neuen und weiteren roten Priesterin. Die Episodenbeschreibung erklärt auch so ein bisschen, dass Tyrions Plan ja irgendwie Erfolg hat, irgendwie gut gelaufen. Das bedeutet natürlich eben, dass Daenerys jetzt mehr angebetet wird vom Volk, wenn man so möchte. Und dass hoffentlich alles friedlich ist. Zumindest können wir ihn hier auf diesen Promobildern gemeinsam mit Varys wie die hohen Lords dieser Stadt durchwandern sehen, marschieren sehen. Und daher bin ich auch gespannt, was hier genau passieren wird. Denn wenn alles schon mal so friedlich aussieht, dann ist die Kacke doch wirklich am Dampfen. Seien wir ehrlich, wann war jemals irgendwas langfristig friedlich in Game of Thrones? Das gibt's nicht. Daher erwarte ich jetzt hoffentlich schon den nächsten heimtückischen Angriff der Söhne der Harpyie, damit die noch ein letztes Mal sich zeigen, bevor sie dann in Episode 9 oder 10 langsam alle niedergemetzelt werden. Oder, mir fällt gerade ein, Leute, die tragen alle Masken. Vielleicht werden die auch so als niemand bezeichnet. Dann wäre das cool, das in dieser Episode noch abzuarbeiten und zu sagen, weg mit denen. Und zu guter Letzt, eine Szene, die ich bis jetzt noch nicht angesprochen habe und damit die letzte. Wie gesagt, Arya Stark bleibt außen vor fürs nächste Video. Und zwar geht es um den Bluthund. Er hat seinen Weg zurück in die Serie gefunden in der Episode The Broken Man. Und ja, nach allem, was passiert ist und nach all der Screentime, die er in der letzten Folge bekommen hat, bin ich froh, dass er auch jetzt in der nächsten Folge weiter behandelt wird und jetzt nicht aussetzen muss. Er wird aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt hier gegen die Bruderschaft ohne Banner in den Kampf gehen, das wird sie irgendwie angreifen, vernichten wollen und jetzt will ich auf was ganz Besonderes hinaus. Das heißt, wer jetzt in Anführungsstrichen nicht gespoilert werden möchte, okay, ich meine nicht, es sind Spoiler, es sind jetzt alles nur Ideen und Gedanken und so weiter, Theorien, die ich jetzt ansprechen möchte. Und zwar kursiert ja schon länger die Gerüchte, dass eine gewisse Lady Stoneheart ihren Weg in die Serie finden könnte. Ich selbst habe dazu eben in Bezug auf sie und Arya Stark schon ein Video mit einer Fan-Theorie eben veröffentlicht. Worauf ich jetzt aber hinaus möchte, ist, dass nach dieser Episode, ist mir so entgangen gedanklich, bis als ich die Folge gesehen habe, bis Montagabend. Und zwar sahen wir ja hier diesen Septon Ray hängen am Strick. Bis jetzt wurden nicht sehr oft Leute gehängt. Und gerade in Bezug auf diese Leute, Bruderschaft ohne Banner und so weiter, ist es nun mal das Markenzeichen dieser Lady Stoneheart. Daher glauben viele, hey, das wäre doch cool. Und jetzt kommt noch so ein Oberhammer. Und zwar der Schauspieler, der diesen Typen von der Bruderschaft ohne Banner gespielt hat, der hatte einen gelben Umhang. Okay, und dieser Charakter existiert wohl so auch in den Büchern. Der wurde irgendwie, keine Ahnung, Lemon Cape, keine Ahnung, wie der genannt wurde. Ist mir jetzt auch egal. Es ging nur darum, dass dieser Charakter so schon bekannt ist aus den Büchern. Und der Schauspieler selbst hat dann auf Twitter auch so ein bisschen hin und her geschrieben von wegen, hey Leute, ich bin jetzt da. Und irgendwie hat er halt auch mit Lady Stoneheart zu tun. Und ja, irgendwie ist es doch cool, hier auf so einen neuen Charakter hinzuweisen. Nicht, dass ich sage, dass der Charakter jetzt erscheinen wird, aber, ne, schon mal so zwinker, zwinker drauf zeigen, denn George R. R. Martin selbst hat gesagt, dass Lady Stoneheart auch aus der Serie herausgestrichen wurde. Ob sie also nun wirklich in den nächsten Folgen zu sehen sein wird oder nächste Staffel, ist mir egal. Ob Lady Stoneheart irgendwann mal reinkommt oder nicht, bleibt immer noch offen. Aber die Idee ist cool. Auf jeden Fall sehen wir hier einen Sandor Clegane, wie er ziemlich wütend mit seiner Axt auf Köpfe eindrischt. Oder zumindest auf diesen einen fürs Erste. Und ob es dann letztlich auch irgendwann zum sogenannten Clegane Bowl kommt, ich erwarte es derzeit nicht, weil ich denke, dass Cersei schon es gar nicht erst zu diesem Trial by Combat kommen lässt. Aber auch das sind eben nur so ein paar Gedanken. Das bleibt alles abzuwarten, Schritt für Schritt, wirklich eine Folge nach der anderen. Ich fände es cool, aber wie sind denn eure Gedanken zu all diesen Themen? Was denkt ihr, passiert nächste Folge? Was denkt ihr genau, wie es mit Jaime und Brienne auseinandergehen wird? Wirklich mal so eure Ideen. Was denkt ihr, wird Schwarzfisch tun, Brienne und Jaime im Einzelnen? Was denkt ihr, passiert in Meereen mit Tyrion? Wem wird er begegnen? Werden das die Söhne der Harpyie sein? Wird es andere Probleme geben? Und vor allem eben, was passiert in Königsmund? Wie gesagt, Arya dann im nächsten Video. Ich danke fürs Zuschauen. Wem es gefällt, abonniert den Held. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann.